Einen wunderschönen guten Abend, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Tour der Möbelkutscher. So, wir verlassen gerade das Schiff, welches uns von Dünkirchen nach Dover gebracht hat. Mal wieder. Ha. Wie so oft. Ah, herrlich. Wir befinden uns auf einer wunderschönen Tour mit insgesamt 9 Entladestellen, die uns wieder die ganze Woche beschäftigen wird. Ja, es geht wieder nach Nordengland und Schottland. Eckpunkte. Diese Woche fahren wir in die Vororte von Leeds. Ja, so wie beim letzten Video. Dann fahren wir Richtung Blackpool. Auch sehr interessant. Anschließend nach Glasgow, wo aktuell der Klimagipfel startet. Ja, der Klimagipfel, der wird uns wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal Kopfzerbrechen bereiten. Denn ich gehe davon aus, dass gerade in Glasgow, wo ich direkt hin muss, wieder viele Sperrungen und Co. sein werden. Weil die wichtigen Leute wollen natürlich wichtigerweise nicht gestört werden, während sie mit ihren E-Autos, die man extra dafür besorgt hat, durch die Gegend fahren. Ja, diese E-Autos, die haben es richtig in sich. Die sind richtig umweltfreundlich. Meine Güte, so ein E-Auto ist schon was richtig Tolles. Und weil die Briten so auf diese E-Autos stehen, aber nicht auf die Ladesäulen, haben sie jetzt für diese über 70 Autos Dieselaggregate besorgt, um sie zu laden. Ja, Dieselaggregate. Mein Gott, die sind so gut, die Briten. Die sind so gut, dass sie sogar Dieselaggregate besorgen, um ihre E-Autos aufladen zu können. Ist das nicht schön? Und ob das schön ist? So was Dämliches. Aber egal, darüber werden wir diese Woche reden. Wir werden unter anderem auch darüber reden, was sonst aktuell in Großbritannien abgeht. Wie gesagt, wir fahren dann ja hoch nach Glasgow. Dann haben wir, abgesehen von Glasgow, danach Carlisle, was ja bekanntlich an der schottischen Grenze liegt. Also wir fahren dann wieder von Schottland runter an die schottisch-englische Grenze nach Carlisle. Und dann fahren wir wieder nach, wie heißt das nochmal? Newcastle, genau. Newcastle liegt ja an der Ostküste Englands. Und werden dann wahrscheinlich wieder über die lange Fähre von Immingham nach Hoek van Holland fahren, was ja bei Rotterdam ist. Ja, es verspricht sich also eine schöne Tour zu werden. Herrlich, Herr Makielski, wer hat davor gesetzt? Ist das nicht wunderschön? Ja, ist es. Oder auch nicht. Naja. Ich hoffe, dass ich wieder tolle Aufnahmen für euch diese Woche anfertigen kann. Und ich hoffe natürlich auch, dass das Wetter stabil genug ist, sodass wir mit der Drohne fliegen können, um euch wieder aus der Luft mit wunderschönen Aufnahmen zu versorgen. Das wäre mir persönlich wieder wichtig. Und dann wollen wir mal schauen, was diese Woche an Überraschungen zu bieten hat. Und ja, ob der Auflieger gut geladen ist. Oder ob ich dieses Mal wieder zweifelnd nach Teilen suchen muss. All das werden wir in diesem Video gemeinsam erfahren. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Und nun ja, let's start the trip. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Werde euch jetzt gleich wieder musikunterlegte Fahrszenen einlegen. Bevor wir dann im Anschluss uns dann wiedersehen. Fahrzeit bis zum ersten Kunden, voraussichtlich ja, 4,5-5 Stunden. Und Barnsley ist der erste Kunde. Wir haben in Barnsley haben wir 2 Entladestellen, die ein paar Meilen auseinander liegen. Das soll uns aber nicht schocken. Und dann schauen wir einfach mal, ja. Lasst uns gemeinsam einfach mal froh nach vorne gucken und schauen, was diese Woche ja, mit uns veranstaltet. Ich freue mich drauf. Ja, wir sind diese Woche nicht mit dem V8 unterwegs, denn ich habe euch das im letzten Video schon erzählt. Es zögert sich noch ein bisschen heraus, bis wir diese eine Woche im Scania V8
absolvieren können, müssen wir uns noch gedulden. Wie gesagt, eine Woche lang Scania V8 fahren, gucken, wo wir mit dem Dieselverbrauch landen. Das wird interessant, aber leider halt noch nicht in dieser Woche. Das heißt, dieses Highlight verzögert sich noch um eine Woche. Gut. Freunde, wir sehen uns später wieder. Rinjehauen! Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich weiß, erst war Nacht, jetzt ist Tag, alles verwirrend. Ja, ihr habt recht. Also, ich kläre euch nochmal auf, was gestern nochmal passiert ist. Also, ich bin gefahren und habe mich irgendwann hingestellt und bin ins Bett gegangen. Genau so. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht, habe mich abfahrbereit gemacht, meine Abfahrtkontrolle erledigt und mich auf die Autobahn begeben. Und auf genau dieser stehen wir dann jetzt auch. Ich denke mal, das liegt daran, dass hier vorne ein Autobahnkreuz ist. Ja, das denke ich mal, dass auf der anderen Autobahn Stau ist, denn rechts läuft es relativ gut und wir müssten eigentlich auch nicht abfahren. Problem ist nur, bevor der Verkehr nicht richtig ins Stocken kommt hier auf beiden Spuren, wollte ich nicht versuchen rauszuziehen. Dafür ist der Verkehr halt einfach ein wenig zu dicht. Falls ihr versteht. Links fängt er zwar manchmal ganz seicht an zu rollen, rechts ballern sie aber noch durch. Da vorne wird jetzt gebremst. Vielleicht ergibt sich gleich was. Für mich zum Rausziehen. Ganz eventuell. So, jetzt könnte es gleich soweit sein, dass mal einer rausziehen kann. So. Wie gesagt, weil ich gehe einfach davon aus, dass es mit dem Autobahnkreuz zusammenhängt, der Stau, und nicht hier mit irgendwas anderem. Dafür stehe ich hier einfach schon ein bisschen zu lange. Ja. Wir sind jetzt kurz vor Leeds, bis Barnsley haben wir es noch 34 Meilen. Brechens Essen, ihr wisst, was ich meine. Ersten Kunden habe ich dann erreicht. War ziemlich schwierig, denn dieser Kunde hat von unserem Auftraggeber, auf dem Zettel unseres Auftraggebers steht von diesem Kunden keine Telefonnummer. Das ist suboptimal, denn
gerade so wie in meinem Fall, wenn ich da jetzt hinfahre und ich habe 16, 17 Kubikmeter für den Kunden, dann wäre es schon ganz cool, wenn man das vorher einmal richtig avisieren kann. Das heißt, wenn ich anrufen kann, abstimmen kann, wann bin ich da, damit er auch Bescheid weiß, wie viel ich bringe und. Es ist essentiell wichtig, hier mit den Kunden zu telefonieren. Es ist halt einfach so, ja. Vor allen Dingen gerade deswegen, weil die Kunden sich selber darum kümmern, ihre Ware vom LKW in ihr Lager zu bringen, ist es noch umso wichtiger. Denn es muss nicht nur einfach irgendjemand da sein, der es aufschließt. In den meisten Fällen müssen es auch noch Leute organisieren, die dann halt da sind zu dem Zeitpunkt, um diese Entladetätigkeit mit mir gemeinsam zu machen. Ja? Das ist einfach eine ganz, ganz, ganz einfache und logische Rechnung. Ne? So, jetzt seht ihr hier, jetzt fängt es wieder an zu laufen auf unserer Seite, denn der Stau scheint wirklich auf der anderen Autobahn zu sein. Also war ich gar nicht mal so falsch damit, einfach mal die Spur noch zu wechseln. Sonst hätte ich hier nochmal 30, 40 Minuten stehen können. Gut. Wenn wir Barnsley erreichen, mache ich die Kamera gleich wieder an. Weil jetzt gerade hier, das ist relativ langweilige Autobahn, das ist die M1. Na? Hinter uns liegt Leicester, vor uns liegt Leeds. So, damit ihr mal einen groben Überblick habt, welche Orte hier in der Nähe sind. Ja, Leicester, Nottingham und Leeds, genau. Das sind so die drei großen Orte hier. Gut. Ich werde noch eine Runde eiern. Und wir sehen uns gleich wieder. Reingehauen. So, Freunde. Wir haben nur 1,4 Meilen bis zu unserem Kunden. Yep. Das bedeutet, ich werde euch natürlich wieder mitnehmen auf der Anfahrt. Oh, der Tag verspricht eigentlich ganz gut zu werden. Ja. Ich hoffe natürlich das Beste. Wir müssen nämlich einiges schaffen. Also im Grunde genommen müssten wir heute bis einschließlich Blackpool alle Kunden abarbeiten. Um morgen nicht den langen Weg während der Tour zu haben. Denn von Blackpool hoch nach Glasgow ist es ja doch ein ganz schön weiter Weg zu fahren. So, jetzt müssen wir hier runter. Ja, ich bin gespannt, ob mein Plan aufgeht. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich hoffe natürlich echt das Beste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Jetzt gehen wir mal noch eins weiter rüber. Denn wir müssen drei Viertel rum. So. Ach ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Sechste Kubikmeter, ne? Habe ich gesagt, glaube ich, oder? Is it right? Ah, sogar 17, 16,9, um genau zu sein. So. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken, weil ich theoretisch, glaube ich, noch eins weiter rüber muss. Genau, ich muss noch einen weiter rüber. Und das mache ich jetzt auch. Gut. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube nämlich, dass unser Kunde
hier vorne drin liegt. Genau. So, ich fahre mal noch ein bisschen weiter vor, um die Bushaltestelle freizulassen. Werde jetzt mal schnell die Papiere aussortieren für eben jeden Kunden. Und dann müssen wir mal gucken, wie ich hier reinfahren soll. Das wird er mir ja wahrscheinlich dann auch mal gleich irgendwann sagen. Oh. Square Kitchens. Okay, das ist der erste Stapel Papiere. Jetzt muss ich noch den zweiten Stapel rausziehen. Und dann gehe ich mal los, werde mich da anmelden. Genau. So. Alles klar, bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt unterwegs zum Kunden Numero 2. Und ja, also das hat sehr gut geklappt hier. Es ist jetzt mittlerweile 12:30, aber das ist nicht schlimm, denn das waren halt, wie gesagt, einiges an Kubik und die Entladestelle war auch nicht ganz so einfach. Die Jungs waren zu zweit. Und da machen wir uns keinen Stress von, ne? Das ist halt einfach so. Wir machen den Kunden keinen Stress. Die Kunden machen uns keinen Stress. Ich finde, das ist ein super Agreement, mit dem jeder leben kann. Oh, herrlich, ey. So, ich bin jetzt, wie gesagt, unterwegs zum Kunden Nummer 2. Das sind noch 3,2 Meilen zu fahren. Einmal quer durch Barnsley. Wir fahren jetzt northbound, also nach Norden. Und schauen wir mal, wie es da vor Ort aussieht. Also der kriegt exakt einen Karton von mir. Den habe ich auch schon hier auf dem Mitteltunnel liegen. Fand ich irgendwie ganz cool so. Und ja. Schauen wir mal, ne? Bin ja mal echt gespannt, wie sich das hier alles noch so entwickeln wird. Ich müsste jetzt eigentlich mal einen großen Schluck Wasser trinken, denn ich habe heute vielleicht einen halben Liter erst weg. Das ist deutlich zu wenig. Ich rate auch allen Leuten, vor allen Dingen denen, die körperlich arbeiten, immer ausreichend zu trinken. Am besten Wasser. Ja, ich weiß, ich kriege es auch nicht immer runter. Aber muss halt sein, ne? Gerade wenn es auf die kalte Jahreszeit zugeht, merkt man das nicht immer. Aber der größte Feind des Soldaten ist die Dehydration. Das haben sie uns damals eingebläut. Ja, wisst ihr Bescheid. Okay, so, ich werde jetzt mal schnell nach dahin eiern. Wie gesagt, 2,7 Meilen sind noch übrig. Und dann bin ich gespannt. Also der nächste Kunde danach, der kriegt natürlich wieder ein bisschen mehr. Lass uns mal gucken. Nehmen wir meinen Scanner zur Hand. 40 Meilen Höchstgeschwindigkeit erlaubt. Wir fahren 41. So, Kunde Nummer 3 kriegt 4 Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 17,5. Und das ist in Blackburn. Blackburn. War ich da schon mal? Ich habe keine Ahnung. Ist aber halb so wild. Irgendwann ist man immer irgendwo zum ersten Mal. Boah, ich habe die Heizung ziemlich hochgeknallt hier. Und gerade ein bisschen runterregeln, weil 23 Grad sind doch ein bisschen zu viel aktuell. Gerade wenn man so vom Kühlen reinkommt, draußen Außentemperatur 10 Grad. Und dann reinkommt auf 23 Grad, das ist schon echt ein krasser Unterschied. Also jetzt müssen wir runter mit dem Tempo, da vorne geht 30 los. Wie gesagt, Geschwindigkeiten in Großbritannien, haltet euch einfach dran, denn das ist viel zu teuer hier.
ne, überall ist viel teurer als in Deutschland. Deswegen, also ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn man hört, wie sich Leute über die Preise fürs Blitzen beschwert, während in anderen Ländern deutlich, deutlich mehr, also doppelt und dreifach dafür berappt werden muss. Und letztendlich sind diese Schilder ja nicht zum Spaß aufgestellt, ne? Sie sollen ja die Bevölkerung davor schützen, unnötige Unfälle zu bauen und unnötig Verletzte ins Krankenhaus und Leichen ins Grab zu bringen. Oh, herrlich. Tolles Wetter, ne? Also das ist ein wirklich wunderschöner Herbst aktuell. Gefällt mir sehr, sehr gut. Mal 2 Meilen, bevor wir links abbiegen sollen, und dann sind wir schon fast da. Oh, jetzt geht's nur bergauf hier, wa? Vorne wird eine Ampel rot. Ja, ihr hört das Rascheln richtig. Die Ampel wird rot und ich suche mir gerade meinen Zettel raus. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir unsere Zettelwirtschaft. Kitchens and Bathrooms Limited. Limited, also LTD, hinter einem britischen Firmennamen, ne? Das ist die Geschäftsform, genauso wie in Deutschland eine GmbH. Ne? Aber bitte nicht gleichsetzen mit GmbH, denn ich weiß nicht, wie die Limited genau ist. Aber sehr viele Firmen haben die Limited als Geschäftsform. Sehr, sehr viele. Jetzt hab ich mich hier erschrocken. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Es krabbelte auf einmal über meinen Arm und was war's? Ein Marienkäfer. Satanziege. Und ich guck so aus dem Augenwinkel und denk, was, eine Wespe oder so? Gleich weggeschlagen, die Hand, ne? Und dann fliegt hier so ein harmloser Marienkäfer durch die Gegend. Da erschreckt sich der dicke Möbelkutscher vor einem gemeingefährlichen Marienkäfer. Ah, hier sind sie wieder ein bisschen so, dass sie, guck mal, da haben wir einen, der auf mich wartet, der sich das denkt, dass es für den LKW Dürver ist, anzuhalten und wieder anzufahren, während seine Vorgänger einfach mal durchgeknallt sind. 800 Yards, bevor wir links abbiegen müssen. Wir haben ja gelernt, dank meiner Zuschauerschaft, also dank euch, dass ein Yard so um die 90 Zentimeter sind. Also nicht ganz einen Meter. Aber dadurch, dass der Unterschied so marginal ist, finde ich, dass ich das für mich dann ganz gut so nutzen kann, um abzuschätzen. 900 Yards, ungefähr 900 Meter, 300 Yards, 300 Meter, das ist schon ganz okay so. So ganz grob. Grob. Ne? So, wir sind fast da. Jetzt haben wir mal eine komplette Strecke vom einen zum anderen Kunden gemeinsam gefahren. Vorne an der Hauptstraße muss ich links. John Longley Kitchens and Bathrooms. Boah, da bin ich immer gespannt. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war, aber es ist ja auch egal. Das wird bestimmt nur ein kleines Küchenstudio sein. Da bleiben wir mit dem Warnblinker einfach stumpf stehen. Ich renn schnell raus und gebe dem das Teil in die Hand. Lass mir eine Unterschrift geben und bin weg wie der Wind. Ne? Ich denke mal, das ist ein ganz guter Plan. Oder was meint ihr? Ihr seid doch meiner Meinung, oder?
Zeit haben, meine Meinung. Jetzt nehme ich den Schlüssel. Also ich habe Folgendes. Ich habe meinen Zündschlüssel, der ist nicht an dem gleichen Schlüsselbund wie mein Funkschlüssel. Das hat eine ganz einfache Bewandtnis, Leute. Das Scania-Navi, das braucht man ein bisschen, bis es angeht und bis man es neu füttern kann und, und. Das ist mir alles zu lang. Deswegen habe ich mir angewöhnt, den Schlüssel, den Zündschlüssel einfach im Zündschloss zu lassen, den Motor auszumachen. Okay, hier ist es noch nicht 300 Yards. Und dann einfach mit der Funkfernbedienung abzuschließen. Na? Wenn ich dann wieder einsteige, ist das Radio an, mein Handy ist noch gekoppelt, das Navi ist sofort betriebsbereit. Für mich im Grunde genommen ein Riesenvorteil. So. Also hier in der Straße soll ein Küchenstudio sein? Na, da bin ich mal gespannt. Kitchen and Bathrooms, hier. Scheint sogar jemand da zu sein. Sehr gut. Okay, dann wollen wir mal schnell reinrennen. Bis gleich. Übrigens, das hier, das ist der Karton, um den es geht, ne? Gut. Hey. Someone here? Thank you very much, yeah, bye bye. See you Ja, Leute, so, da bin ich wieder. Da ist er wieder. So, warte mal, einmal Tür zu. Blackburn ist der nächste. B, B, 1, 1, D, E. Kubik. Puh, fuck. Okay, das sind 78 Meilen. Da haben wir ein bisschen was zu fahren. Ich melde mich später bei euch. Na? Von unterwegs, kurz vorm Kunden, irgendwie so. Denn ich muss jetzt einfach erstmal ein bisschen eiern hier, okay? Rinne hier hauen.
Ja, Leute, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, wir haben Blackburn erreicht und sind kurz vor unserem dritten Kunden. 700 Yards, rechts abbiegen. Ja, kriegen wir hin. Wie gesagt, ein bisschen mehr als 17 Kubik kriegt er, glaube ich. 17,5 oder was da war. Angerufen habe ich den Kunden und informiert. Jetzt bin ich immer gleich gespannt, wie das vor Ort aussieht, weil ich kann mich an diesen Kunden nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob ich zum ersten Mal dahin fahre, aber das kann gut sein. Das Wetter heute ist traumhaft. Ich meine, da könnt ihr mir wahrscheinlich alle zustimmen. Okay, da darf ich nur mit dem Bus lang. Das heißt, ich muss jetzt links abbiegen. Oh, dafür brauche ich mal meine Kamera. So, jetzt kann ich laut. Kamera ist frei. Sehr gut. Oh, diese Sonne, ne? Die Sonne nervt, wenn sie tief steht und hinter Wolken ist. Und die Straßen noch so ein bisschen nass sind. Ihr seht das ja gerade selber, wie das blenden kann, ne? Aber egal. Oh. Ich bin gespannt, ob wir es heute noch bis einschließlich Blackpool schaffen. Ich bin nicht mehr ganz so optimistisch wie heute Morgen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn ich die 17 Kubikmeter gleich abgeladen habe, dann wird es schon 4 Uhr sein. Und dann habe ich noch 2 Kunden, bevor ich nach Blackpool kann. Ja. Und zwar haben wir... Nee, Wigan habe ich dann nur noch. Dann habe ich Wigan und dann Blackpool. Aber das wird, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. So, in 600 Yards sollen wir uns links halten. Ich denke mal, auch das kriegen wir hin. Jetzt fängt es an zu regnen. Boah, da vorne sind aber auch dunkle Wolken. Oh Mann, 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 Mann. Hoffen wir mal, dass der Kunde ein Abdach hat, weil wenn das hier gleich anfängt, richtig zu schütten, dann ist das nicht gut für so Möbel. Dann ist das überhaupt nicht gut für so Möbel. Ja, jetzt sind sie hier ein bisschen. Sind sie hier ein bisschen doller am Bremsen gewesen. Das ist ein Kreisverkehr. Na, herzlichen Glückwunsch. Rechts frei. Ja, ich sehe es schon kommen. Es wird gleich tierisch regnen, wenn ich beim Kunden ankomme. Nicht schön. Ich weiß auch nicht, warum ich so müde bin. Ja gut, ich habe nicht gut geschlafen. Ich habe euch das auch gar nicht erzählt. Ne? Heute Nacht sind sie bei mir am Auflieger dran gewesen und haben die Türen geöffnet, um zu gucken, ob sie was finden, was sie mitnehmen können. Als sie dann gesehen haben, dass das Ding voller Möbel steht, haben sie sich das anders überlegt. Zum Glück. Ja, aber deswegen sage ich ja, Abfahrtkontrolle immer ganz wichtig, ne? Stell dir mal vor, man fährt mit offener Tür auf die Autobahn. Satan Ziege. Dann geht's ab. Dann ist der Baum am Brennen, ne?
Seth Interiors. Da bin ich mal gespannt, wie das da aussieht vor Ort. Hier vorne in dem Industriegebiet, da soll das drin sein. Hundert Metern rechts. Okay. Ich habe auch nur Kent Street. Wobei die Kent Street auch nur ein kleines Ding ist. Kent Street, ja, hier vorne rechts. Und ausgerechnet vor dem Kunden hat man wieder einen Stau, ne? Ausgerechnet vor dem Kunden. Seth's Interior. Also hier rechts neben mir ist ein Laden, wo Küchen drin sein sollen. Das ist ja mal echt Murks. Das ist echt Murks hier, ne? Was ist das denn? Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich mich irgendwo hinstelle, wo ich nicht den gesamten Verkehr blockiere. Scheiße. So, jetzt sortiere ich mir schnell die Papiere aus. Das ist ja alles immer ein Scheiß, ne? Ist wieder so ein Kunde, der eigentlich nicht dafür geeignet ist, dass man hier mit dem LKW reinkommt. Aber was soll ich machen? Auch das ist der Job. Ne? Der Regen wird stärker. So.
werde ich mal gucken gehen. Da werde ich mal gucken gehen. Alles klar. Bis gleich. Okay, Leute, so. Auch dieser Kunde ist abgearbeitet. Wenn auch im Regen und wenn es keinen Spaß gemacht hat, aber egal, ne? Auch das ist der Job. Und jetzt müssen wir uns auf den Weg machen nach Wigan. Und ich hoffe, dass wir zumindest Wigan heute noch erreichen, um morgen dann Blackpool zu machen. So, jetzt lassen sie mich hier raus. Herrlich. Ja, Wigan kriegt 5 Teile. Und alle 5 habe ich natürlich schon an der Seite gepackt. Aber es sind 26 Meilen zu fahren. Ankunftszeit 16:42. Abwarten, ob der mich noch annimmt, ne? Hoffen wir das Beste, erwarten wir das Schlimmste. Und in dem Sinne sage ich es erstmal bis später. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ja, gestern in Wigan, ja, bin ich hingefahren, war keiner mehr da. Bin ich stehen geblieben. Im Grunde genommen war das jetzt alles, was gestern Abend noch passiert ist. Ja, es tut mir leid, es klingt nicht spannend, aber es ist so. Ich bin hier hingefahren, habe mega Stau gehabt, mega genervt gewesen. Bin dann hier angekommen beim Kunden. Genau, was weiß ich glaube 20 Minuten zu spät quasi. Habe mir gedacht, scheiße, was machst du jetzt? Hast du dich in die Stadt reingequält? Dann habe ich mich einfach hinterm Kunden, also auf dem Hinterhof, wo auch die Kunden, also die Mitarbeiterparkplätze sind, da habe ich mich jetzt einfach mit dem LKW drauf geflanscht. Warte mal, ich zeige euch das mal. So stehe ich dann hier, ne? Hier sind quasi die Rampen von den Kunden. Da drüben noch ein bisschen weiter links ist mein Kunde. Und ich habe hier auch echt ruhig gestanden, muss ich ehrlich sagen. 14 Stunden Pause gemacht. Also das kann man sich mal geben, ne? Das kann man sich halt einfach mal geben. Warum auch nicht? Ich warte jetzt einfach noch mal 20 Minuten oder so, hoffe, dass der Kunde dann kommt. Dann müsste 8 Uhr sein. Ja, es ist 10 vor 8. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Das heißt natürlich, dass wir heute hier in Wigan starten, dann nach Blackpool müssen und im Anschluss noch bis nach Glasgow hoch. Ja, das heißt, ich muss mich strecken, nach Glasgow zu kommen. Auf jeden Fall, damit wir heute noch die beiden Glasgow-Kunden schaffen, morgen früh in Carlisle anfangen können und dann nur noch Carlisle und Newcastle haben. Übrigens, wenn ich Newcastle sage, dann meine ich nicht das irische Newcastle, sondern das an der Ostküste von Großbritannien. Weil es ist in ganz vielen Kommentaren ist dieses irische Newcastle erwähnt worden. Nee, das meine ich nicht. Ich meine das britische. Na? Ja, genau. Oh, so, ich habe auch ein bisschen Kopfschmerzen, mein Hals ist ein bisschen zu. Ich schiebe das im Augenblick so ein bisschen auf die Standheizung, denn es ist jetzt wieder die Jahreszeit, wo man in Standheizung schlafen muss. Und wenn ich sie auch auf der niedrigsten Stufe laufen lasse, trocknet sie halt trotzdem die Schleimhäute aus. Die Scheiben ein Stück runter machen, ich weiß, ich kenne den Trick, das mache ich aber nicht. Wer schon mal überfallen wurde, der macht sowas dann irgendwann nicht mehr. Ne? In dem Sinne, ja, bis nachher. Okay, Leute, so, man kann ja auch mal Schwein haben, ne? Also offiziell macht der Kunde um 9 Uhr auf, aber das Nachbargeschäft, das war schon um 8 Uhr offen und da kam eine sehr, sehr nette Frau raus und das Erste, was sie fragte, ob ich was trinken möchte und das Zweite, was sie fragte, ob sie mir einen Gefallen tun könnte, indem sie die Teile annimmt. Mega. That's why I love to drive in Britain, ja? Yeah? That's why I love it. So, okay, jetzt machen wir uns auf den Weg nach Blackpool und ihr könnt nach vorne schauen und sehen, wo wir hier eigentlich sind. Rinjahauen.
Ja, Freunde. Also, was wir schon mal sehen, ist das Rauskommen hier nicht möglich ist. Weil man eine Einfahrt einfach mal zuparkt. Ne? Aber der geübte Möbelkutscher in seiner natürlichen Umgebung kommt mit jeder Widrigkeit zurecht. Und dementsprechend fahren wir jetzt einfach rückwärts hier raus. Wie gesagt, das mit dem Zuparken, das ist halt so ein britisches Ding. Ne? Das erlebt man hier leider ziemlich häufig. Diese Industriegebiete, die sind halt ziemlich eng. Teilweise sind die Häuser auch deutlich älter als 50, 60 Jahre. Und dementsprechend, jetzt kommt da wieder so ein Baum. Den werden wir gleich ganz deutlich in der Maschine hören, glaube ich. Na, wann kommt er? Da. So. Und ich hasse das so dermaßen, ne? Ich kann es aber nicht ändern. Ich hoffe nur immer, dass mir keine Kabel von den Lampen abgerissen werden und dergleichen. Weil das wäre halt richtig, richtig bitter. So, jetzt können wir weiter. Das wäre halt wirklich richtig, richtig bitter. Ich bin froh, dass das jetzt geklappt hat. Wir sind noch vor 10 Uhr in Blackpool. Das finde ich fast schon amazing. Jetzt kommen wir hier links auch nicht rum, weil sie halt zugeparkt haben. Jetzt müssen wir rechts rumfahren und dann einmal links um Pudding. Morgens ist Krimhild manchmal echt richtig hochtourig unterwegs. Das nervt ein bisschen. Das ist, sagen aber viele, die in Scania fahren, vor allem hier diese Next-Gen-Dinger, dass du, wenn du morgens vom Parkplatz, die Leute glauben alle, du bist zu doof zum Schalten, ne? Der Motor ist kalt und dreht auf 1500, 1600 Umdrehungen. Das ergibt gar keinen Sinn, ne? Jetzt hat sich mein Telefon getrennt. Mein Telefon hat sich vom Handy, vom Dingens getrennt. Na, jetzt haben sie sich wieder verbunden. Das ist immer so eine On-Off-Geschichte zwischen den beiden. So, jetzt seht ihr das. Jetzt kommen wir hier lang. Und von vorne kommen die Autos. Hier, wieder 1700 Umdrehungen. Wofür? Der LKW ist halb leer. Da sind, keine Ahnung, lass mich mal gucken. Wir haben hinten auf der Achse vom Trailer, das war dumm. Jetzt ist von rechts einer gekommen, der hat sich neben mich gestellt, so dass ich ihm alles kaputt reißen werde, wenn ich versuche vorzuziehen. Kann man so dumm sein? Mann. Also wir haben hinten auf der Trailerachse. Haben wir 5,4 Tonnen. Und auf der Antriebsachse haben wir 8 Tonnen. Es gibt also keinen Grund für diesen LKW morgens so hoch zu drehen. So, jetzt muss ich wieder von Hand eingreifen, weil mir das einfach zu viel ist. Ne? Das ist ein großer Dieselmotor. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Hubraum, aber ich schätze mal 12,5 Liter. So in dem Dreh wird der liegen. Und da muss er im arschkalten Zustand nicht so hoch drehen. Ich mache jetzt mal einen Trick. Den werden manche Scania-Fahrer vielleicht schon kennen. Aber warte mal. Man geht einfach auf Automatik
und auf High in der Heizung, dann schaltet sich nämlich der Retarder eigentlich mit ein. Das macht er jetzt gerade aber nicht. Und ich habe keine Ahnung, warum er das jetzt gerade nicht macht. Jetzt ist er drin. Das heißt, wir fahren jetzt quasi gerade gegen den Retarder, gegen die verschleißfreie Bremse. Der Motor muss dadurch deutlich ein bisschen mehr arbeiten, als ob er mehr Gewicht hätte. Also wir simulieren jetzt mehr Gewicht. Und gleichzeitig produziert der Retarder, dadurch, dass er ja diese Bewegungsenergie versucht abzubremsen, er wandelt diese Bewegungsenergie in Wärmeenergie um. Ja, denn das ist physikalisches Gesetz. Energie kannst du umwandeln, aber die kann sich nicht auflösen. Na? Und in dem Fall wandeln wir Bewegungs- in Wärmeenergie um. Das heißt, der Retarder wird warm, er gibt das ans Kühlwasser ab und das Kühlwasser kann schneller aufgeheizt werden. Deswegen ist beim New Generation, wenn ihr so einen habt, dann dreht ihr bitte einfach stellt ihn auf Automatik, die Klimaautomatik, und dreht die hoch auf High and Quick. Dann bitte auch dann nicht wundern, dass das Retarder-Symbol die ganze Zeit an ist. Das muss so sein. Sobald der Betriebstemperatur erreicht, geht das Retarder-Symbol dann nämlich aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier lang müssen. Genau, wir müssen da lang. Hier ist grün. Oh, ich merke gerade schon, wie meine Füße warm werden. Das ist schön. Und übrigens, ja, Leute, das hier ist Wigan am Morgen. Diese Baustelle, die jetzt gerade vor uns ist, die hat mich gestern Abend richtig Zeit gekostet und richtig zum Wahnsinn getrieben, weil ich für ein paar hundert Meter fast eine Dreiviertelstunde gebraucht habe. Das war echt nicht schön. Aber auch das gehört halt zu unserem Job dazu. Ne? Es gibt halt diese Dinger, die deinen Tag manchmal so ein bisschen zum Kotzen bringen quasi, weil es dich einfach nur aufregt. Aber wir haben ja gelernt, fleißige Möbelkutscher und ich, wir haben ja gelernt, dass wir die kleinen Dinge im Leben nutzen müssen, um unsere Happy Days zu kriegen. Ne? Und ich kann euch sagen, die Strecke jetzt nach Blackpool, die ist schön. Blackpool selber ist eine schöne Stadt. Wir werden aber nicht in die Innenstadt reinkommen. Ne? Also wir fahren diesmal nicht an der Promenade lang, weil wir haben nur den Kunden am Flughafen. Und da darf ich auch nicht mit der Drohne fliegen, weil Flughafen. Ne? Oh, guck mal da. Sehr schön, dass ich das auch mal zeigen kann. Leute, da vorne ist eine Schülerlotsin. Das finde ich mega. Die sieht man hier sehr, sehr, sehr häufig in Großbritannien morgens. Finde ich richtig cool. Und die grüße ich auch generell, weil ich das halt einfach toll finde, dass man zum Schutz der Kinder so eine ehrenamtliche Arbeit übernimmt. Ja, das ist Ehrenamt, das ist kostenlos, da kriegen die nichts für. Außer vielleicht mal ein Lächeln und ein Winker von einem LKW-Fahrer oder sowas. Na, ich finde das halt einfach cool. Der Verkehr hat eh überall in Europa so stark zugenommen in den letzten Jahren, dass es sich schon lohnt, ein bisschen mehr in den Schutz der Kinder zu investieren. Ich weiß, dieses Phänomen zum Beispiel, worüber sich viel aufgeregt wird, dass Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden, anstatt mit dem Fahrrad oder mit dem Bus zu fahren. Ich weiß, was ihr meint. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass das ein bisschen komisch ist, aber es ist ja auch nicht wie zu meiner Zeit, wo es halt einen Schulbus an jeder Dorfkreuzung gab, wo dann der Schulbus morgens alle eingesammelt hat und zur Schule gefahren hat, auch für was weiß ich, nur ein paar Kilometer. Das gibt es ja heute so kaum noch. Ne? Das ist ein Fakt. Weil es kostet halt Geld und Geld haben wir nicht. Vor allen Dingen nicht für Bildung. Ne? In Bildung wird nicht viel investiert. Weil das halt nichts ist, wo man jetzt Geld reinsteckt und morgen was sieht. Deswegen wird das so ungern von der Politik gemacht. Jetzt schöne warme Füße. Jetzt kann ich auch die Heizung runterdrehen. So, das merkt ihr, jetzt wird es ein bisschen leiser hier im Auto endlich. Also,
das Thema mit dem, dass Eltern ihre Kinder bis mit dem Auto zum Dingens fahren, ja, das ist ein stinknormales Phänomen. Das würde ich jetzt auch nicht mal verurteilen. Ich meine, klar, für 100 Meter muss man das jetzt nicht machen. Meine Frau zum Beispiel, die muss morgens los mit dem Auto, bringt meinen Sohn in die Schule und dann meine Tochter zum Kindergarten. Das ist ein Weg, also nur für dieses beide, das ist ein Weg von 5 Kilometern, auf dem halt kein Bus fährt. 5 Kilometer. Kannst du den 5-Jährigen nicht morgens 5 Kilometer zum Kindergarten alleine laufen lassen. Das wissen wir alle, ne? Und im Anschluss fährst du dann zur Arbeit. Deswegen, ich weiß, das ist ein Aufregerthema in Deutschland, aber das muss man halt echt differenziert betrachten, ne? Ich habe das früher auch anders gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das merkst du erst dann, wenn deine Kinder selber in die Schule kommen, was das eigentlich bedeutet. Dass nirgendwo mehr wirkliche Schulbusse fahren, dass die Straßen nicht gesichert sind. Es gibt kaum also für den Weg, den mein Sohn zur Schule gehen muss, sobald er dann so weit ist, dass wir ihn auch loslassen können alleine. Der Weg führt an einer sehr, sehr, sehr stark befahrenen Hauptstraße lang, denn an der wohnen wir. Auf dieser Straße ist 50. Ja, 50. Wenn ich da mit 55 oder 58 fahre, werde ich halsbrecherisch überholt. Jedes Mal. Fahre ich da mit dem LKW, werde ich halsbrecherisch überholt. Jedes Mal. Das ist eine lange Zone, lange, lange, lange Straße, die die ganze Zeit ist 50 und die Leute fahren wie die letzten Affen da drauf. So, und man liebt ja seine Kinder. Man möchte ja nicht, dass sie unbedingt von solchen Vollidioten totgefahren werden, ja? Vor allem, wenn die dann so eine Straße queren müssen. Und das ist dann halt einfach der Grund, wo ich dann sage, ja, dann lieber bringen, als dass irgendwann ein Polizist vor der Tür steht und die Mütze abnimmt. Ja? Wie gesagt, man muss immer alles aus doppelten Perspektiven sehen. Wenn jetzt ein Kind oder eine Familie mitten in so einer Wohnsiedlung ist und die Schule ist auch in dieser Wohnsiedlung und da ist überall 30 und die Leute halten sich da dran, ja, dann können die auch schon in der ersten Klasse da selber zur Schule laufen. Das ist klar. Aber es gibt halt genug Schulwege, die nicht sicher sind. Ist krass, dass wir da jetzt so drüber gesprochen haben, ne? Ist doch auch mal ein nettes Thema. Es hat mal mit dem LKW-Fahren an sich nichts zu tun. Aber das sind halt so Dinge, da rede ich halt gerne drüber, weil das sind Dinge, die mich auch bewegen. Ne? Und die euch wahrscheinlich ganz genauso bewegen. Ich weiß ja, dass unsere Zuschauer, also ihr, wir sind ja alle keine 16 oder 17 Jahre alt. Wir stehen ja alle mitten im Saft. Ne? Sind im Leben und wissen, wie der Hase läuft, so nach dem Motto. Da können wir auch über sowas reden. Und ihr dürft mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, was eure Meinung zu dem Thema ist. Und wenn ihr eine andere Meinung habt, dann ist das natürlich auch gut und dann dürft ihr die auch da reinschreiben. Na? Ja, ich höre mich jetzt ein bisschen nasal an. Das liegt halt, wie gesagt, daran, dass die Standheizung meine Nase so ein bisschen angreift. Das macht auch keinen Spaß. Ich habe auch gestern zu wenig getrunken, das habe ich schon gemerkt. Bin heute Morgen auch wieder mit Kopfschmerzen aufgewacht. Was aber auch durch die Standheizung kommen kann. So, weiter geht's. 800 Yards sollen wir links. Ah, guck mal, ein Italiener, der hat sich aber versteckt. Das ist ein italienisches Restaurant. Also, dass man das ganze Haus gleich in Tricolore machen muss, Das ist ja gar keine schlechte Idee. Da kann jeder direkt sehen, so ein Wendefeld in die Straße hinein. Das ist ein guter Italiener, wo du kannst gut mangiare. Also von daher, ich habe gute Laune. Ne? Ja, wenn wir Blackpool gemacht haben, haben wir noch einen ziemlich weiten Stint bis nach Glasgow hoch. Ich würde mal so ganz grob schätzen, 3-4 Stunden Fahrt. Ja. So in dem Dreh. Und dann müssen wir da natürlich auch noch ein bisschen was abladen. Dann haben wir einmal 12 Kubik und einmal ein paar Kleinteile. Dann fahren wir ja morgen, also zu morgen früh, zum nächsten Kunden morgen früh. Der ist in Carlisle. Das machen wir dann also heute Nachmittag noch, so weit wie wir kommen. Fahren wir dann Richtung Carlisle.
um dann dort nochmal 26 Kubik abzuladen. Und der letzte Kunde im British Newcastle, der bekommt, der stellt er sich hier mitten, oh, ist auch doof, der bekommt dann nochmal ein paar Kleinteile, also ein oder zwei Kubik oder so. Das ist der in Zimmer in Soak, da waren wir beim letzten Video auch schon. Jetzt muss ich einmal gucken hier, weil von rechts kommt jetzt gerade der Abbiegeverkehr. Und wenn der durch ist, kann ich ziehen. Und das sieht gut aus. Kamera sagt mir auch alles frei. Herrlich. Und jetzt sind wir gleich wieder an der M6. Denn Wigan, das ist bei... Ja, ist das schon Manchester? Ja, fast, ne? Manchester-Liverpool hier die Ecke. Das sind wir gerade, ne? Da kommt doch die Sonne wieder raus. Retarder. Naja, Leute, wenn wir gleich auf der Autobahn sind, werde ich dann noch das Sabbeln einstellen und euch Musik anmachen. So, Die Lampe ist aus. Jetzt ist hier wieder irgendwas mit Baustelle ausgeschildert. So. Aber die haben hier einen Verkehrskauderwelsch manchmal. Ey. Die Straßen hier in Großbritannien, ne? Die sind manchmal verwirrend wie eine Portion Spaghetti auf die Teller. Hä? Ist alle kreuz und quer durcheinander. Hä? Wisst ihr Bescheid? Oh, ja. Oh Mann, ey. Na gut, Leute. Das bringt ja nichts hier, sich dieses Chaos anzugucken, obwohl... Damit immer, wir sind jetzt hier von vorne rechts sind wir gekommen, ne? Oh. Als ich gestern hier von der Autobahn runtergekommen bin, habe ich schon von hier ab bis zum Kunden habe ich im Stau gestanden, dauerhaft. Das war nicht schön. Das war überhaupt nicht schön. Jetzt haben wir es aber gleich, ne? Nächsten Kreisverkehr müssen wir direkt die erste raus. Das macht es ein bisschen einfacher. Naja. Wie gesagt, wenn wir gleich auf der Autobahn auffahren, dann wechseln wir einmal auf Musik. Ich weiß nämlich auch gerade gar nicht, was ich sonst noch erzählen soll, außer hier zu diesem Kauderwelsch, ey. Schlimm, 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 schlimm. Na, kommen wir rüber im ersten Schwung? Ich glaub's ja fast nicht. Nee, ist alles wieder rot. Ja, die Infrastruktur ist nicht überall so geil in Großbritannien, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, aber Stau macht ja jetzt keinen Spaß, deswegen schaut mal gleich euch die Fahrt an, genießt die Musik und wir sehen uns später wieder. Freunde, da sind wir wieder. Hi. So, wir haben jetzt Blackpool erreicht. Und es sind noch 1,8 Meilen bis zum Flughafen, wo ja auch unser Kunde liegt. Ne? Ja gut, ihr werdet vom Flughafen nicht viel sehen, außer ein riesengroßes freies Feld und ein paar große Gebäude. Aber was ganz entscheidend ist, wir werden gleich an einem historischen Gebäude vorbeikommen, an dem ich auch schon abgeladen habe. Das Ganze ist in einer Folge zu sehen, und zwar
Die Bomberfabrik heißt das, glaube ich. Es ist eine ehemalige Fabrik aus dem Zweiten Weltkrieg, wo tatsächlich Bomber hergestellt wurden. Ja. Zweimotorige Mittel- und Langstreckenbomber. Unter anderem ist mit diesen Bombern, die hier aus dieser Fabrik gerollt sind, auch Deutschland bombardiert worden. Was ich aber jetzt nicht weiter kommentieren werde, ja. Da vorne sehe ich schon quasi den ersten Teil dieser Riesenhalle. Und diese Halle ist einfach überwältigend groß. Das kann man sich kaum vorstellen. Die ist abgeteilt worden in Parzellen, sodass in dieser Halle jetzt mittlerweile, glaube ich, 100 oder 110 Firmen arbeiten und alle ihr Tagwerk verbringen können. Ne? Das ist einfach unglaublich, wirklich unglaublich. Und an diese Bomberfabrik ist halt der Flughafen angeschlossen. Ne? Also früher war das nur ein Flugplatz, wo die halt abgehoben sind, um dann zu ihren Einheiten überführt zu werden. Und mittlerweile ist das halt ein Flughafen. Ne? Flughafen, Flugplatz. Wann sagt man Flughafen? Ich glaube, wenn Radarüberwachung ist, ne? Dann ist ein Flughafen. Ohne Radar ist ein Flugplatz. Irgendwie so. Und in dieser Halle habe ich halt schon mal abgeladen. Und wenn man sich dann auch die Struktur da drin anguckt und so, boah, das ist der Hammer. Dass man halt in den vor 100 Jahren quasi schon solche Hallen bauen konnte, weil die Halle ist nicht erst im Zweiten Weltkrieg gebaut worden, schon davor. Das ist einfach unglaublich, was man architektonisch damals schon geschafft hat. Wir sind ja heute technisch auf einem ganz anderen Niveau. Deswegen finde ich es auch immer wieder spannend, sich Kathedralen und sowas anzugucken oder generell große Kirchen. Wenn du überlegst, also wenn man sich wirklich überlegt, dass sie teilweise ein paar hundert Jahre alt sind, ne? Zu Zeiten, wo es noch nicht mal Dampfmaschinen gab. Zu Zeiten, wo es noch nicht mal ansatzweise sowas wie Kräne gab. Menschen können Unglaubliches vollbringen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir sind gleich da. Wir sind noch 0,7 Meilen. Kommen wir an der Halle vorbei? Eigentlich ja. Wo ist die denn jetzt gerade von mir? Links? Auf 11 Uhr? Irgendwie so. Jetzt müssen wir eh erstmal warten, bis es hier vorangeht. Ich würde gerne an diese Halle mal mit der Drohne fliegen. Das geht nur leider nicht, weil der Flughafen viel zu nah dran ist. Es sind halt Flugsicherheitszonen. Da darf ich mit der Drohne nicht mal 50 cm über dem Boden fliegen. Na? Und das ist auch gut so, dass es diese Bestimmungen gibt, denn es hat schon reichlich Unfälle gegeben wegen Menschen, die einfach verantwortungslos mit diesen Fluggeräten umgegangen sind. So, die Halle ist jetzt links neben uns. Ja, genau. Links neben uns. Die beginnt jetzt. So, jetzt sind wir daneben. Ihr werdet da leider nicht ganz viel sehen, weil der Bewuchs hier auf der linken Seite ziemlich stark ist. Wir fahren immer noch an der Halle lang. Immer noch. Diese Halle ist quasi ein eigenes Industriegebiet. Ich werde mal ein Satellitenbild mit einfügen, damit ihr euch das mal angucken könnt. Sind immer noch neben der Halle. So, und das ist die kurze Flanke, ne? Müsst euch das vorstellen, das ist wie ein Rechteck gebaut und wir sind jetzt die kurze Flanke entlang gefahren und jetzt endet die Halle. Und sie haben die komplett neu vertäfelt. Also von dem alten Stil sieht man leider nichts mehr. Das war beim letzten Mal, als ich hier angeliefert habe, war das noch nicht so vertäfelt. Das ist eigentlich schade. Ich finde immer, man darf die Struktur alter Gebäude ruhig sehen, ne? Ich weiß nicht, warum man immer alles irgendwie mit Aluminium oder so verkleiden muss heutzutage. Das ist genau wie früher diese Betonbunker, die man in den 60er, 70er Jahren angefangen hat hochzuziehen. Das ist architektonisch einfach hässlich hoch 10. Leute, hier vorne ist Grünfeier, ihr dürft fahren. Ja, genau. So, jetzt biegen wir ab Richtung Flughafen. Wie gesagt, der Flughafen liegt halt direkt an dieser Halle. Nur noch schön weit vorziehen, weil hier ziemlich eng mit abbiegen. Und ich wollte die wartenden Autos da ja nicht kaputt droppen, ne?
So, Amy Johnson Way. Das ist fast da, fast geschafft. Fast geschafft. Ey, die Halle haben sie echt komplett mit Aluminium verkleidet. Das ist eine Schande eigentlich. Schande, 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 Schande. Also genau vor uns liegt jetzt quasi der Flughafen, ne? Wir fahren jetzt quasi dann im Linksbogen um die große Halle herum. So, hier rechts, das ist alles Flughafen schon. Nur noch ein bisschen weiter. Um unseren 1 Kubik abzuladen, ne? Oh, sorry. Ja, hier hat sich gut Industrie angesammelt, ne? Und wir fahren links noch immer an der Halle vorbei, ne? Ich würde euch. Und hier hinten der Teil, der ist auch noch in der alten Struktur. Das ist cool. Also sind noch nicht fertig mit komplett vertäfeln. Jetzt müssen wir mal gucken. Da steht nämlich ein LKW drin. Wie wir das mit dem Abladen machen hier. Das ist ein bisschen scheiße. Also machen wir es mal anders. Ich stelle mich erstmal hier ab. Und dann werde ich mal fragen gehen, wie lange sie brauchen für den Seecontainer. Hier auf diesem Parkplatz habe ich übrigens auch schon mal übernachtet. Also in diesem Wartebereich hier. Okay, so, ich sag mal bis gleich. Okidoki, Freunde, so, auch diesen Kunden haben wir erledigt. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Glasgow. Das sind 200 Meilen. Ne? Und wir rechnen mal 1,8, damit ihr wisst, wie viele Kilometer das sind. Es ist jetzt 10.30 Uhr und das Navi sagt, dass ich um 15 Uhr da bin. Ne? Das heißt 4,5 Stunden Fahrt zwischen zwei Kunden. Ist natürlich nicht so schön, ne? Aber naja. So, hier vorne sieht man wieder ein bisschen was vom Flughafen. Ja. Es ist ganz schön warm geworden. 11 Grad, Mensch. Gerade beim Abladen. Das ist, war zwar alles nur Kleinzeug, was ich hier abladen musste, aber der Auflieger ist natürlich wieder. Sprechen wir nicht drüber. Sprechen wir einfach nicht drüber. Das war nicht motivierend. Oh, Satanziege. Ja, ich hoffe ja mal, dass das nächste Woche endlich klappt mit dem V8, ne? Dass wir unsere Challenge mal fahren können. Eine Woche lang V8. Freue ich mich schon drauf. Ausreden gibt es nicht mehr. Jetzt 3 Wochen verschoben. Nochmal verschieben bedeutet automatisch verlieren, würde ich sagen. Ne? Dann hat der Chef automatisch verloren. Oder? Sehe ich das richtig? Aber sehe ich das richtig. Jetzt brauche ich erstmal meine Sonnenbrille, weil ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, das habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. Und die Sonne tut ihr Übriges, wenn sie so voll ins Gesicht knallt. Ist nicht so schön, ne? Oh, herrlich.
Gut, so Leute, ich mache mich jetzt auf die Spur, Glasgow zu erreichen. Ich werde natürlich zwischendurch filmen. Wir werden auch am Peniswald vorbeikommen. Und ich hoffe auch, dass wir den Peniswald auch wieder in die Kamera kriegen, dass ich es nicht vergesse oder so. Wer rast da durch wie so ein Berserker, weißt du? Ich brauche halt nur mal ein bisschen länger, du Affe. Jetzt kommt mit seinem Kleinwagen da rumgefahren wie Michael Schumacher. Unentspannt, ey. Und der andere, der hat extra auf mich gewartet, der hat mir ein Zeichen gegeben, dass ich reinfahren soll. Also der noch rechts von ihm war, ne? Also von mir aus rechts. Der ist extra stehen geblieben, hat mir eine Lichthupe gegeben, so nach dem Motto, komm, fahr. Und der andere, wie so ein Berserker, dachte, er ist gemeint, ja, von wegen. Unentspannte Leute gibt es überall, auch in Great Britain. Okidok. Alles klar, Leute, wir sehen uns später wieder. Rinjahorn. Jetzt Glasgow erreicht. Es ist 14.51 Uhr und wir brauchen noch 10 Minuten bis zum Kunden. Tja, Glasgow. Eine schöne Stadt. Naja, schön. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine ziemlich große Stadt. Ich glaube, zweitgrößte Stadt in Schottland. Mehrere Fußballvereine und Unis. Und im Augenblick, in dieser Stunde, findet hier ein Klimagipfel statt, bei dem dann kluge Köpfe und weniger kluge Köpfe zusammenkommen, um darüber zu beraten, wie man die Welt rettet. Ja. Und am Ende wird genau das gemacht, was finanziell am besten ist. Ihr kennt das ja. Ich habe euch ja die Story schon erzählt, ne? Dass hier
Tesla-Fahrzeuge angemietet wurden, um die Kongressteilnehmer von A nach B zu chauffieren. Und es gar nicht genug Ladesäulen hier in Glasgow gibt. Ja, deswegen wurden hier tatsächlich Dieselaggregate aufgebaut. Ich habe auch schon Bilder davon im Internet gefunden. Ich weiß nicht, ob ich die aus urheberrechtstechnischen Gründen verwenden darf. Das muss ich noch checken. Wenn ja, seht ihr sie jetzt. So. Glasgow ist an der Westküste. Na? Und wir sind im Anmarsch auf unseren nächsten Kunden, der auch gar nicht mal so wenig bekommt. Meine Kopfschmerzen sind immer noch da, die von heute Morgen. Und meine Stimme wird auch immer irgendwie ein bisschen komischer. Ist halt irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Ich würde schon fast darauf tippen, dass da eine Erkältung vor mir liegt. 14,2 Kubikmeter kriegt der Kunde. Ja, ist ein sehr, sehr netter Kunde. Kenne ich ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre, die Jungs. Und sie sind auch telefonisch informiert, dass wir da im Anmarsch sind. So. Oh, herrlich, ey. 50 Meilen. Ich habe jetzt auch mal gerade den Tempomaten runtergestellt auf 50. Danach müssen wir stewarden für ein paar Kleinteile. Ich hoffe, dass stewarden dann auch noch da ist, wenn wir da unten ankommen. Ja. Das Problem, wenn man unterwegs krank wird, da können wir ja auch mal gerade drüber reden, ist halt folgendes, das ist Murphy's Law, dass man immer genau dann, wenn man auch mal richtig krank wird und nicht nur einfach so ein bisschen was hat, dann hat man auch nichts dagegen dabei. Und im Ausland ist es halt nicht ganz so einfach, mal eben irgendwo was zu bekommen. Na? Das heißt, ich habe nichts dabei, um meinen Hals ein bisschen zu beruhigen, der im Augenblick richtig, richtig schön schmerzt. Ich bin deswegen auch schon ein bisschen weniger am Film sprechen. Telefonieren mache ich im Augenblick gar nicht. Und ja, so ist das halt. Aber das soll jetzt kein großes Jammern. Ne? Also ich werde nicht sterben, keine Angst. Ne? Oder tut mir leid für diejenigen, die das gerne wollen würden. ja. Der Kunde selber, da waren wir auch, glaube ich, gemeinsam schon ein paar Mal. Ist relativ tricky reinzufahren, je nach Verkehrslage, weil man nämlich aus dem laufenden Verkehr rückwärts nach links in einen schmalen Hof quasi reinfahren muss. Und ja, da gibt es Sachen, die sind halt deutlich easier zu bewältigen. Ne? Oh, jetzt darf ich hier wieder Vollgas fahren. Lohnt aber nicht richtig, weil wir 1,6 Meilen die nächste Aktion haben. Oh ne, ja, wir müssen noch weiter geradeaus. Stimmt, hier ist ja erst die M8. Oh, noch eins rechts rüber. Linker ist an. Vor uns bildet sich langsam wieder Stau. An so einem Verkehr immer ruhig vorbeifahren, weil man muss immer damit rechnen, dass hier irgendeiner von den Leuten keinen Bock auf Warten hat und plötzlich wieder auf die Autobahn zieht. Also von der Abfahrt dann auf die laufende Spur drauf. Das kann echt tricky gefährlich werden. Ja. Ja, ihr merkt's, ne? Das zieht gerade ein bisschen an meiner Laune alles. Kopfschmerzen sind auf Dauer nicht geil, vor allen Dingen nicht, wenn sie den ganzen Tag anhalten und in gleichbleibender Intensität, also nicht schwächer werden. Getrunken habe ich heute schon über 3 Liter, um dem Hals halt so viel wie möglich Flüssigkeit zu geben. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber es beruhigt auf jeden Fall ein bisschen, wenn man was Kaltes trinkt. Ja. Aber so ist das. Wir LKW-Fahrer, wir können halt nicht einfach sagen, oh nee, heute habe ich einen Ziepen, heute bleibe ich zu Hause. Geht nicht. Bist unterwegs, bist tausende Kilometer weit weg von zu Hause, Arschbacken zusammenkneifen und durch. Na? Soll nicht heißen, dass wir LKW-Fahrer die einzigen sind, die so reagieren. Also ich bin eh so ein Typ,
der immer arbeiten geht, auch wenn es einmal dreckig geht. Weil was von alleine kommt, das geht auch wieder. Ja, ich weiß, der Spruch ist falsch und doof, aber so bin ich halt. Ne, so bin ich gestrickt. Warum fahren die eigentlich alle so langsam da vorne? Na egal. Wie gesagt, wir müssen jetzt heute noch zwei Kunden schaffen. Es ist jetzt 15 Uhr und es wird noch tricky, weil 14 Kubikmeter abzuladen, da brauche ich ungefähr eine Stunde. Je nachdem, wie die Leute drauf sind, kann das auch anderthalb Stunden dauern, weil ich die Sachen ja nicht in den Laden reinbringe. Das machen die Kunden in dem Fall selber. So. Jetzt können wir da links. Das Gute ist, dass dieser Kreisverkehr einen Bypass hat. Ja. Das heißt, die links fahren wollen, die können auch an der Ampel vorbei und müssen sich nicht in den Verkehr einordnen. Das ist hilfreich, ohne Ende. Jetzt muss ich mich dafür einmal rechts einordnen und die Briten sind ja zum Glück ein sehr zuvorkommendes Völkchen. Ah, guck mal, da hat sogar extra einer Platz gemacht für mich. Herrlich. Ja, es sind noch zwei Kreisverkehre, dann sind wir da, ne? Was soll ich da groß drüber sagen? Verladung des Aufliegers habe ich ja schon mal angesprochen, ne? Die ist diese Woche auch wieder nicht prickelnd. Ich hoffe ja, dass diese Problematik sich irgendwann mal bessert, weil, ja, im Augenblick ist es halt wirklich so, dass es zwischendurch auch mal gar keinen Spaß mehr macht. Zu arbeiten. Ne? Also manchmal machst du wirklich die Tür auf und denkst dir so, boah, scheiße, jetzt habe ich den Kack wieder und muss wieder bla 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 tausend Sachen beiseite räumen und. Das macht nicht viel Spaß. Es ist halt einfach so. Ne? Und 700 Meter müssen wir nach rechts im Kreisverkehr. Das heißt, ich werde gleich beginnen, mich einmal einzuordnen und der hier, dieser Silbergraue, der hat mich gerade reingelassen. Komisches Auto, ich weiß gar nicht, was das Suzuki oder was das war. Lass mal hier das Polizeiauto noch gerade an uns vorbei. Oder ist das? Nee, ist gar keine Polizei. Da hat einfach nur Dachgepäckträger drauf. Ach. Jetzt gehen wir einen weiter rechts. Um dann im Kreisverkehr rechts abzubiegen. Also wenn man dreiviertel rumfährt, dann kann man auf jeden Fall sich ganz rechts einordnen. Na, so als kleinen Tipp. So, Blinker aber direkt an, dass auch jeder weiß, ich will rumfahren. Okay, okidoki, 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 okidoki. So, hier rein. Und jetzt müssen wir halt gleich rückwärts auf den Hof drauf. Deswegen jetzt schon mal einen Warnblinker an. So, und da stehen die Autos nämlich schon wieder scheiße. Wir haben da nämlich immer so einen Pickup-Truck, der so ein bisschen scheiße da steht. Ja, das passt aber. Denke ich zumindest. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ja, ich werde immer ein bisschen schweigsam beim Rangieren. Ne? Konzentration muss halt auf den Begebenheiten liegen, nicht auf der Kamera. Okay. Okay, 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 okay. Das sieht gut aus.
nur schön weit rüberfahren, damit hier an uns noch Bullis und so vorbeifahren können. Das ist hier immer besonders wichtig. Gut, Leute, dann können wir jetzt gleich abladen. Ich melde mich, wenn ich fertig bin hier, ne? Okay, Rinne hauen. Ja, moin, Freunde. So, da haben wir uns wieder. Hey, wir sind jetzt auf dem Weg nach Stewarton von Glasgow aus. Ich habe den Kunden in Glasgow abgeladen in 45 Minuten. Das ging nicht gut. Und wir sind jetzt um 17 Uhr beim nächsten Kunden, der exakt zwei Türen bekommt. Die liegen auch schon hinten an der Kante, sodass ich ihm die nachher nur geben brauche. Und dann ist gut. Ja. Stimmchen lässt immer weiter nach. Ihr merkt schon, ich wollte eigentlich heute einen Livestream machen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich ihn cancel oder ob ich ihn einfach durchziehe. Weil es gehört auch dazu, dass man den Leuten auch mal zeigt, ey, mir geht's nicht gut. Ja, so und so sieht's aus. Wenn man dann mal anfängt zu kränkeln, weil ich sag extra kränkeln, denn das, was hier ist, das ist kein krank. Ne? Krank ist, wenn man im Bette liegt und nicht mehr hochkommt. Das ist krank. Mein Vater sagte immer, krank ist, wenn ich einen Kopf unterm Arm trage. Dann bin ich krank, hör mal. Ja, mein Vater ist ein knallharter Typ, der ist echt hart im Nehmen, vor allen Dingen hart gegen sich selber. Und so sind wir auch erzogen worden. Wann war ich eigentlich das letzte Mal richtig krank? Oh ja, das war mit meinem Bruder, als wir in Frankreich unterwegs waren. Alter, war ich fertig. Da habe ich aber wirklich eine totale Influenza abgekriegt. Also ich mein kein YouTuber, sondern also ich habe eine richtige Grippe gehabt. Die war auch was heftig. Boah, das ist Hasse. Habt ihr das hier sehen hier? Macht keinen Meter Platz mit seinem scheiß Geländewagen. Er hätte zur anderen Seite noch übelst Platz gehabt. Nö. Nö. Er zwingt den LKW ins Gebüsch. Habt ihr das gesehen? Schön, ne? Ja. Also wie gesagt, das letzte Mal krank war ich auf Tour mit meinem Bruder. Brest. Ja, das war. Da waren wir Sonnensee und in Brest und ich war so fertig. Fertig wie 10 Russen quasi. Da bin ich kaum noch aus dem Bett rausgekommen. Ich habe übelst Fieber gehabt. Und da blieb auch nur übrig, das Ganze halt auszusitzen. Ne? Was willst du machen? Vom Jammern wird es nicht besser. Ne? Dann bleibst du halt in der Pofe liegen. Für meinen Bruder war es anstrengend, weil das war halt ganz am Anfang, wo er noch nicht lange am Fahren war bei uns. Und Möbel und so, das Abladen, das war alles noch recht neu. Ich glaube, das war zweite oder dritte Woche. Und ich konnte ihm halt überhaupt nicht dabei helfen. Ne? Und da war noch das Glück, dass wir zu zweit waren. Wenn dir sowas passiert, du bist alleine, dann steht der LKW. Also in meinem Fall. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Ich weiß noch, wir sind durch Paris gefahren, da hat das angefangen. Ich bin durch Paris gefahren und ich merkte, oh scheiße, mir geht's dreckig. Aber richtig. Und dann bin ich hinter Paris gleich wieder auf dem Parkplatz. Ich habe vor Paris gestartet, bin was weiß ich, anderthalb Stunden gefahren, hinter Paris auf dem Parkplatz. Da musste ich erstmal kotzen. Das ging gar nicht. Eine Tür auf, sofort raus. Mein Bruder guckte mich noch ganz groß an und sagte so, was ist denn jetzt los? Ja. Erwischt, ne? Einfach nur erwischt. Das hier soll ein Kreisverkehr sein, Leute. Also in good old Germany nennen wir sowas Kreuzung. In Großbritannien nennen die das Kreisverkehr. Weiß Bescheid. Jetzt wird es wieder ein bisschen enger hier. Kleine schottische, also eine Kleinstadt, eine schottische. Und auch hier parken die Leute wie die letzten Vollidioten im Kurven- und Kreuzungsbereich. Aber hier ist breit.
Also das ist wirklich breit gerade. Es könnte sein, dass gleich nochmal enger wird. Aber naja, ist ja nichts, was wir nicht kennen würden oder nicht meistern würden, ne? Ich glaube, heute Abend machen wir wirklich noch einen Livestream, ey. Muss zwar noch eine Weile fahren und ihr seid uns eine Stunde voraus. Aber ich glaube, ich mache wirklich noch einen Livestream. Jetzt muss ich hier gucken. Das ist, seht, das ist Murphy's Law. Auf der geraden Strecke, wo du die einsehen kannst, kommt dir die ganze Zeit nichts entgegen. Und jetzt hier in der Kurve, die ich nicht einsehen kann, hier kommen sie auf einmal alle. Jetzt haben wir hier vorne auch gleich wieder einen LKW stehen. Oh, hat er die Brücke erwischt? Nee, so hoch war der nicht, oder? Kann sein, dass er eingeschlagen ist. Weil so Bagger, das ist eine schwierige Ladung. Das ist wirklich eine schwierige Ladung. Da kann es mal schnell passieren, dass er dich verschätzt, ne? Und hier sind ja andere Höhenmaße. Also hier sind andere Höhenmaße möglich. Und wenn du dann nicht dran denkst, hast, was weiß ich, morgens hast du eine Ladung, die ist so und so hoch. Hier gerade auf diesen Flachbettfahrzeugen ist morgens eine Ladung, die hat die Höhe und abends hast du eine Ladung mit der Höhe und dann kommt so eine Brücke, die dann nur 4,60 hat und du darfst bis 5 Meter und dann hast du nicht dran gedacht, scheiße, puff, drunter. Ne? Das kann durchaus passieren. Das ist auch kein, meiner Meinung nach ist das auch keine große Schande. Jedem kann irgendwas passieren, da braucht sich keiner von freisprechen. Ne? Den perfekten LKW-Fahrer, den gibt es nämlich nicht. Den bin ich nämlich auch nicht. Das habe ich euch ja, glaube ich, auch schon tausendmal gesagt. Ne? Also nicht, dass ihr irgendeiner glaubt, dass ich irgendwie ein besserer Mensch bin, weil ich hier mit dem LKW fahre und schöne Landschaften filme. Nee, bin genau so ein Typ wie jeder andere auch. Individuell, natürlich, klar, aber halt auch nur ein ganz normaler LKW-Fahrer. So, wir werden jetzt gleich den Kunden erreichen. Es ist jetzt aktuell 2 Minuten vor 5. So. Und ich hoffe, dass er noch da ist, weil ich habe beim Telefonat, habe ich ihm 10 vorgesagt, habe aber natürlich in Glasgow übelsten Verkehr erwischt. Ne? Scheiße. Witzer machen. Stumpf lächeln und winken. Ne? So ist es. Muss ich mal gleich gucken, wo ich da rein muss. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen Slowdown hier. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh, eine schöne Dämmerung hier, ne? Oh, ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Genau, weil das ist halt das große Problem ist wirklich, dass man hier oftmals Kurven nicht einsehen kann. Ja, einen LKW erkenne ich aus der Ferne, ja. Aber ein PKW, der kann sich hinter diesen Hecken, kann der verschwinden, auch wenn der Licht an hat. Der kann halt einfach verschwinden. Du siehst ihn nicht. Du nimmst dir in der Kurve dann halt vielleicht ein bisschen mehr Platz. Also dieses berühmte Schneiden, sage ich einfach mal, dass man die Kurve ganz bisschen ankratzt. Und dann ist schnell ein Unglück passiert. Ne? Dann muss ich gucken, wo ich gleich rein muss. Stewarden. Da sind wir. Muss ich gucken, dass ich es nicht verpasse, weil ich habe hier keine gute Wendemöglichkeit. Und ich glaube, ja genau, ich muss hier rein. Ja. Da hat uns jemand reingelassen. Habt ihr das gesehen? Der ist langsam geworden, hat uns eine Lichthupe gegeben. Ich habe die schlecht gesehen, weil so diese alten Halogenscheinwerfer. Da geht das auch mal unter. So, und da vorne ist unser Kunde. Da fahren wir jetzt hin. Und dann schmeiße ich ihm schnell 2 Türen vor die Füße und mache mich wieder vom Acker. Und in dem Sinne sage ich mal einfach bis gleich, ne? Mich einmal hier hinstellen. Oh, wie gesagt. Okay. Okay. Gut, Leute. Bis gleich. So, Leute, da bin ich.
Jetzt den vorletzten Kunden eingegangen. Oh, draußen ist frisch geworden. Wir haben noch draußen 4 Grad. CA30EU. Also CA30EU. Hat er sogar noch gespeichert. Aber niemals so, weil dann, ja genau, dann führt er nämlich ein falsch. Das habe ich schon mal gehabt. Also komplett eingeben beim Scania Navi. Millbrook Road, ja. Das passt. Okay. Ihr guckt mal nach vorne. Na? Okay. So. Jetzt ziehe ich erstmal gerade auf die Straße. Und dann fahren wir gleich rückwärts. Selbige hoch. Fahren wir rückwärts in den Kreisverkehr. Um von da aus dann vorwärts rauszufahren. Hier ist gerade eh nicht mehr viel los. Das heißt, können wir auch mal ein bisschen schneller rückwärts fahren. Dafür schalten wir mal in den schnellen Rückwärtsgang. Wo ich dann ein bisschen niedertouriger, aber schneller rückwärts fahren kann. So. Okay, jetzt kann der Warnblinker wieder aus und wir können wieder vorwärts fahren. Und vorwärts geht fast genauso schnell wie rückwärts, ne? So, wir haben jetzt 109 Meilen bis nach Carlisle. An Carlisle bin ich natürlich heute auch schon mal dran vorbeigefahren, ne? Aber da der Kunde hier in Glasgow 14 Kubikmeter gekriegt hat und ich für Carlisle 21 habe, wäre das mit dem Tauschen total schlechte Idee gewesen. Das ist halt kacke geplant. Ne? Die Planung selber, die verläuft ja über unseren Auftraggeber. Das war halt unschön. Muss man leider einfach mal so sagen. Das war nicht clever. Clever ist anders. Ich werde jetzt noch ein bisschen in die Dunkelheit reiten. Und ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich einen passenden Schlafplatz gefunden habe, weil dann geht es nämlich in den Livestream. Okay? Gut. Also wir sehen uns spätestens morgen, beziehungsweise jetzt gleich, aber das ist ja Zeitblase. Livestream ist ja eher als dieses Video. Zurück in die Zukunft. Ihr wisst Bescheid. Ja, genau. Thank you.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. So, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Also nein. Es ist jetzt mittlerweile 8.05 Uhr am Donnerstagmorgen. Wir sind unterwegs nach Carlisle, 130 Meilen. Kurz vor 9 Ankunft. Das ist unser vorletzter Kunde. Bevor wir dann rüber, von hier, von der Westküste rüberfahren, an die Ostküste, nach Newcastle. Und ja, ihr seht es, die Sonne ballert. Also sie steht sehr tief und scheint uns natürlich direkt ins Gesicht, was auch wieder einmal dazu führt, dass wir mit Sonnenbrille fahren müssen. Ja, ich weiß, für die Kamera ist das ein bisschen komisch anzusehen. Ich werde mir in naher Zukunft noch ND-Filter besorgen, an die man vor die Kamera setzen kann. Aber da muss ich dann gucken, wie gut das sich im Einsatz bewährt. Weil wir dadurch, dass wir ständig die Richtung wechseln, auch ständig die Lichtverhältnisse sich ändern. Und da muss ich schauen, wie das mit den ISO-Werten passt. Für alle, die jetzt Bahnhof verstanden haben, ist nicht schlimm. Ich selber bin da nicht wirklich top im Bilde. Oh, herrlich. Ja, wir werden heute quasi den ganzen Tag Landstraße fahren. Oder zumindest den Großteil des Tages Landstraße fahren. Na? So wie ich gestern Abend auch schon quasi Stunden um Stunden auf Landstraßen zugebracht habe. Diese hier ist ja noch gut ausgebaut. Ich habe auch auf so einem Lay-by, wie jetzt hier auf der linken Seite, nur gepennt, nur dass der ein bisschen länger war und direkt im Kreisverkehr. Die Temperaturen sind ganz schön abgesackt. Es ist jetzt, sind es gerade aktuell 2 Grad. 2. Due. Due Grad, eh? Und ja, die. Habt ihr das gehört? Das war der Scania, der gesagt hat: Achtung, ist kalt. Weil jetzt ist die Temperatur auf 1 Grad abgesackt. Die Briten sind aber ein sehr vorsichtiges, überaus vorsichtiges Völkchen. Und deswegen haben sie gestern Abend bei 8 Grad in weiser Voraussicht schon angefangen, Salz zu streuen. Das heißt, diese Straße ist, also diese Straßen hier überall, sind verseucht mit Salz. Und zwar so viel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe lange noch vom Computer gesessen, habe auch noch mit der großen Unbekannten telefoniert lange Zeit und habe alleine in der Zeit, bis ich die Gardinen zugezogen habe, sind 8 oder 9 Mal Streufahrzeuge an mir vorbeigefahren. Na? Das Knacken, bitte nicht wundern, ich habe eine leere Wasserflasche in den Beifahrerfußraum geschmissen und habe die Standheizung bzw. die gesamte Heizung an, sodass der Motor ein bisschen anwärmt. Ich habe euch das ja schon mal erklärt in dem Video. Und das Knacken, das ist diese Flasche. Ich habe die so leer getrunken, dass sie geknickt war und jetzt durch die Wärme zieht und dehnt sich das Material. Ihr kennt das ja. Ist das nicht schön hier anzusehen, Leute? Ja, ne? Also ich finde auch. Gestern im Dunkeln viel mit Fernlicht unterwegs gewesen. Ich glaube, viel gefilmt habe ich davon aber nicht. Und dann hat man gemerkt, dass hier landschaftlich eigentlich schon echt cool ist. Aber im Dunkeln kannst du natürlich davon nichts einfangen. Naja. Ich würde sagen, ich fahre jetzt noch eine Runde. Vielleicht werde ich Aufnahmen von dieser Strecke anfertigen. Ich muss mal gucken. Und dann sehen wir uns in Carlisle wieder. Also Freunde, bis später. Freunde. Ist das cool? Wir verlassen jetzt die Straße. Das war übrigens hier für alle, die es interessiert, noch ein ganz kurzes Stück auf der M74. Na? Ja, das ist die Straße, die wir normalerweise auch hochkommen. Also die M6 wird irgendwann zur M74. Und so. Jetzt muss ich mal gleich gucken, ob ich hier auf dem Fahrstreifen bleiben kann, weil wir müssen quasi einmal komplett rum. Ich denke, das können wir. Wir können hier bleiben, ja.
einfach mal an. Ja. Oh, herrlich. Ja, ihr werdet euch jetzt wundern, warum läuft da Musik im Hintergrund. Ja, das ist in dem Fall erlaubt. Das ist nämlich von meinem Anbieter Musik, die ich über Spotify hören kann. Und dann habe ich mir gedacht, ich mag die Musik eh, warum lasse ich sie nicht einfach im Video ab und zu mal laufen, im Hintergrund. Oh Scheiße, jetzt habe ich ein Ding ins Übersehen. Ein Polizeiauto, nee, oder ich habe zumindest auf jeden Fall habe ich ihn spät gemerkt. Übersehen nicht. Aber der kam auch ganz schön angepfiffen, habt ihr das gesehen? Der hat hier richtig den Pfiffi gemacht, ne? Einmal fix durch. Als ich ihn entdeckt habe, war er links bei mir im Spiegel zu sehen. Und ich ganz normal in meinem Abbiegevorgang und hin und her. Und dann habe ich gedacht, okay, wo kommt der denn auf einmal her? Weil der Ton von ihm war vorher nicht zu hören. So. Naja, also den Kunden kennt ihr auch schon aus dem letzten Video, ne? Und aus vielen, vielen, vielen wunderschönen Videos davor. Wir fahren jetzt zu diesem Self-Storage. Wir haben noch 12 Minuten, bevor die aufmachen. Das heißt, unsere Jungs werden mit ein bisschen Glück schon vor Ort sein. Da müssen wir nur noch warten, bis die dann halt die Tore aufmachen, sodass wir reinfahren können. 20 Kubikmeter. Also ist noch ein relativ großer Kunde im Vergleich. Und dann haben wir noch einen. Da Newcastle, der kriegt 0,3. Entschuldigung. Das war ein Bäuerchen, ich entschuldige mich dafür. So, jetzt müssen wir gleich wieder rechts. Jetzt holen sich hier die Fahrer alle ihr Frühstück ab, weil Greggs, das ist so für Frühstück und so. Deswegen ist hier alles zugeparkt gerade. Der Song ist eigentlich ganz cool, ne? Müsste ich mir eigentlich schon mal markieren. Die Sonne steht so doof, dass ich kaum was erkennen kann, ey. In den Spiegeln. Das heißt, beim Rangieren wird das gleich nochmal richtig lustig. Aber wir haben ja immer noch die Option Kopf aus dem Fenster. Die Option besteht ja immer. Auch wenn ich so wirklich sehr ungern nur rangiere. Da sind wir. Da sind wir. Müssen wir halt, wie gesagt, nur noch auf die Jungs warten, bis die dann kommen und alles ist gut. Und jetzt muss ich nochmal zurücksetzen. Oh, herrlich. So, jetzt habe ich erstmal nochmal 10 Minuten Pause. Genug Möglichkeit, um... Ach, guck mal hier, der Junge, der gehört ja sogar zu uns. Siehst du, da sind wir vorhin noch dran vorbeigefahren. Ich wunderte mich, warum guckt er die ganze Zeit so, ja. Der gehört zu den Leuten, die uns abladen werden. Na? Okay. So, ich mache mal schnell die Scheibe sauber. Und, beziehungsweise die Spiegel.
ganz wichtiges Thema, gerade wenn die Sonne tief steht. Wir sind jetzt hier am Piepen. Ach, da kommt ein LKW. Der hat ein komisches Piepen. Warte mal. Hört ihr das? Ein ganz, ganz hässliches Piepen. Ein bisschen widerlich. Gut. Ich mache euch mal aus und melde mich später wieder, wenn ich leer bin. Na, hinjahauen. Ja, moin Freunde. So, ich habe es euch ja versprochen, ich melde mich nochmal. Und zwar sind wir jetzt aus Carlisle schon raus. Ja? Ich habe da mit den Jungs abgeladen, wir haben mega Spaß gehabt. Witze gemacht ohne Ende. Richtig, richtig sehr angenehmer Kunde, muss man ganz ehrlich sagen. Also mit einer der angenehmsten Kunden, die man haben kann auf der Welt. Oh, das ist jetzt aber nicht so schön. Da steht einer mit Warnblink. Da muss ich jetzt aber auch vorsichtig dran vorbei. Weil ich jetzt keine Sicht mehr habe nach vorne. Er ist bestimmt hier in die Tankstelle reingelaufen, weil er mal schnell noch auf Toilette musste oder so. Das kann gut sein. Im Fahrzeug hat er nämlich nicht gesessen. Ja. Also körperlich geht es mir besser. Ich habe letzte Nacht ja die Standheizung weggelassen. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum ich die Aufnahme mache. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Newcastle an der Ostküste von Großbritannien. Ja. Okay, und da kommen hin Zubehörkarton, ein kleines Brettchen und ein Kühlschrank. Und dann sind wir leer. Und dann fahren wir heute wieder mit der langen Fähre zurück. Ja, so sieht es aus. Das heißt, ich werde wieder mit der Fähre fahren, die von Immingham nach Hoek van Holland fährt. Und das ist eine 12-Stunden Überfahrt. Ich werde wieder interessant filmen können, wie das Ding drauf fährt und, aber das seht ihr ja gleich. Was erstmal schön zu erwähnen ist, ich mag diese Straße hier, ne? Wie gesagt, wir haben sie im letzten Video auch schon drin gehabt. Und ich fahre die wirklich unheimlich gern. Auch wenn das eine Landstraße ist, die teilweise enge Abschnitte hat. Aber die ist halt landschaftlich einfach wirklich ein Brüller, ne? Also wirklich, das ist... Womit kann man das in Deutschland vergleichen? Ah, eine Hochebene haben wir in Deutschland nicht, weil wir fahren ja gleich, wie gesagt, hoch nach oben auf die, ich weiß gar nicht, so eine Hügelkette. Und da haben wir dann eine übelst weite Sicht. Da kannst du teilweise wirklich mal eben 30, 40 Kilometer weit gucken, 50 Kilometer weit teilweise, wenn die Sicht klar ist. Das ist mega. Wenn ich da oben ein Lay-by finde, dann werde ich da mal stehen bleiben, dann machen wir mal Drohnenaufnahmen. Weil ich habe diese Woche mit der Drohne noch gar nichts gefilmt. Ja, klingt nach einem Plan, ne? Der Herbst ist da, in seinen schönsten Farben, wie ich finde. Ich finde, der Herbst ist eine schöne Jahreszeit, auch wenn er viel Regen mit sich bringt und Sturm. Bringt er auch schöne Farben mit sich und läutet halt das Ende des Jahres ein. Der Winter steht vor der Tür. Ich habe heute Nacht Frost gehabt. Also wir sind runtergekühlt auf minus 1 Grad. Als ich losgefahren bin, waren es noch 2 oder 3. Und also plus dann wieder, weil ich ja schon bei lange nach Sonnenaufgang losgefahren bin. Und das Jahr neigt sich dem Ende. Wir sind im November. Nächste Woche Freitag hat mein Sohn schon Geburtstag. Die Zeit vergeht saumäßig schnell. Das muss man mal ganz klar festhalten, gerade auch für mich als LKW-Fahrer. Man hangelt sich ja immer von Tour zu Tour, von Woche zu Woche. Und so zum Ende des Jahres wird einem bewusst, Alter, es geht schon wieder ein Jahr weg, ne? Zack, jetzt ist November und wir haben ja schon den 4. November. Das heißt, ach, das sind noch ein paar Wochen, dann geht es in die Weihnachtsferien, ne?
wir haben ja noch richtige Weihnachtsferien in unserem Gewerbe. Das heißt, wir hören vor Weihnachten auf, letzte Woche vor Weihnachten, je nachdem, wie Weihnachten fällt. Ich habe das jetzt noch gerade nicht im Kopf, wie es dieses Jahr ist. Und dann fangen wir meistens erst dann wieder an zu arbeiten, so zweite, erst Ende erste oder Anfang zweite, Anfang dritte KW. Also Kalenderwoche vom Januar. Ne? Also das ist so eigentlich der Standard. Und ich freue mich unheimlich auf diesen Urlaub. Und ja, ich werde mir aber für den Dezember mal was überlegen. Ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir mal so eine Art Adventskalender mal, Video-Adventskalender. Da muss ich gucken, ob ich das hinkriege, so wie ich mir das vorstelle. So, dass man einmal am Tag ein kleines Video hat, um dann quasi ein Videotürchen zu öffnen. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir doch mal bitte in die Kommentare. Nicht, dass ich mir den ganzen Aufwand umsonst mache und ihr habt da gar keine Lust drauf, ne? Das wäre ja dann nicht so cool. Ja, so sieht's aus. Ich werde gleich euch die Kamera noch anlassen, werde filmen und das Ganze dann wieder mit Musik unterlegt, mit ins Video hineinnehmen, denn das lohnt sich einfach bei dieser wunderschönen Gegend hier. Und dann sehen wir uns spätestens beim Kunden in Newcastle oder aber auf der Fähre wieder. Alles klar, Leute. Bis denne. Bin ja auch.
Freunde. Wir sind leer. Und auf dem Rückweg. Und ich habe da so ein paar geile Lieder bei meinem Anbieter gefunden. Oh, die werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen, gehört haben in diesem Video. Oh, herrlich. Ich bin leer. 154 Meilen bis in den Hafen. Genial. Den passenden Soundtrack dazu gefunden. Was soll man sagen, ne? Ich habe gerade ein Grinsen im Gesicht, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Schönste Gefühl in der Woche, wenn du den Trailer zum letzten Mal zumachst und weißt, jetzt geht's nur noch nach Hause. Das ist cool. Das rockt, das macht Spaß. Und ja. Jetzt freue ich mich auf zu Hause. Jetzt ist der Gedanke auch schon wieder an zu Hause gerichtet. Die Arbeit ist abgefallen. Und jetzt kommt der schöne Teil. Die Heimfahrt, die Fährfahrt, der zweite Teil der Heimfahrt morgen. Herrlich. Herrlich. Ja, Freunde, herzlich willkommen hier zurück. Wir sind im Hafen von Immingham. Genau. Es lag mir auf der Zunge, wollte aber nicht rauskommen. Ihr kennt das ja bestimmt manchmal, ne? Wir fahren jetzt gerade Richtung Schiff. Und ich bin auch froh, dass sich der Tag dem Ende neigt, denn meine Nase setzt sich immer weiter zu. Und ich freue mich auf eine schön heiße Dusche. Also wirklich nicht warm, sondern heiß. Boah, ein Königreich für eine heiße Dusche. Ihr wisst, was ich meine, ne? So, also ganz, ganz relaxed durchfahren. Zu unserem Schiffel. Ne? Zu unserem Boot. Ja. Am Samstag soll ich die erste Podiumsdiskussion in meinem Leben mithalten, ja, also oder beiwohnen. Und ausgerechnet jetzt kriege ich eine Erkältung. Was Dümmeres kann auch mir nicht passieren, oder? So, da liegen aktuell 4 Schiffe und wir fahren auf das hinten rechts. Und so wie ich die Sache einschätze, fahren wir nach ganz nach oben. Denn es ist gerade mal 6 Uhr und das Schiff wird erst in 2,5 Stunden ablegen. Ja, so sieht es aktuell aus. Ihr seht ja da vorne, da werden auch gerade Container noch rangiert ohne Ende. Und zwar immer auf so einem Gestell und auf dem Gestell sind 2 Container. So. Wenn wir hier gerade ein bisschen warten, bis der mit seinem Containergestell da reinrangiert hat. In den Bauch von dem Transportschiff da. Ach, herrlich. So, ordentlich Bewegung am Kai. Mensch, wenn du stehen bleibst, dann merkst du erst, wie sich unter dir alles bewegt, ey. Auch nicht schlecht. Schön. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir hochfahren. Ja. So, er hat mir gezeigt, ich soll hier hinkommen. Okay. So, also wir sollen rückwärts auffahren und zwar aufs Unterdeck.
Das heißt, ich mache mir jetzt fertig, um da rückwärts drauf zu ziehen. Meine Lenkbewegung erstmal ein bisschen in den Griff kriege. Genau. No, no, no Frigo. Yeah. Yeah, yeah, no problem. Yeah. Schön dicht hinten an der Wand ran, so wie es aussieht. Jetzt wird es gleich eng. Jetzt muss ich gleich meinen Spiegel, den ich brauche zum Rangieren, den muss ich gleich einklappen, weil es hier einfach viel zu eng ist. It's still crazy, yeah? I can't see anything, but I have to drive through roads. It's crazy, yeah? Ja, wie dicht denn noch, Großer? Soll ich die Wand knutschen oder was? Ja, ich weiß, ich seh's. Okay, Eingabefahrer 1, Ende Land Uck.
Pause. Ja. Ist okay. Ja, ja, I take it down. Ja. Aber die Leute sind hier echt so ein bisschen überfordert. Manchmal hat man das Gefühl, echt, ey. Weißt du, er winkt und winkt und winkt und macht überhaupt gar keine klare Ansage. Aber ich habe Platz rechts auf der Seite zum Aussteigen. Das ist auf diesem Schiff Mangelware. Das hat man so selten. Da kannst du mal sicher sein, dass du das, was weiß ich, einmal in einem Jahr hast. Dass dir der Platz zum Aussteigen hier reicht. So, Leute, ich gehe jetzt rein ins Schiff. Ich gehe in die Kabine, ich bin K.O. Wie gesagt, heiß duschen und wir sehen uns morgen früh wieder, wenn es das Schiff verlassen, weil es ist dunkel. Was soll ich euch da auf dem Schiff filmen, ne? Innerhalb des Schiffes schwierig, wegen der Grundrechte der anderen. Und auf dem Schiff seht ihr gar nichts. Selbst mit der Drohne brauche ich draußen jetzt nicht fliegen. In dem Sinne, Leute, reingehauen. Bis später. Moin, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Buongiorno. Ihr seht ja, wie es hier aussieht. Es ist eng. Und ich werde mich jetzt hier definitiv nicht durchzwängen. Ihr seht ja, wie eng das ist, ne? Der vor mir hat zwei Bagger geladen, der hat Überbreite. Neben mir musste ich schon Spiegel anklappen. Hier laufen überall noch LKW-Fahrer zwischen den Maschinen rum. Warum um Himmels Willen soll ich jetzt also versuchen, hier vorzuziehen? Nee. Nee. Kein Bock drauf. Jetzt werden sie schon wieder alle nervös und ne, wollen raus. Kommt mal klar auf eurer Polypocket-Insel, Leute. Wir kommen alle irgendwann nach Hause. Auf 10 Minuten kommt es noch nicht an. Na? Auf 10 Minuten kommt es wohl wirklich nicht an. So, Spiegel ist ausgeklappt und jetzt können wir los. Machen wir ganz vorsichtig. Ja, genau. Jetzt muss ich hier nach rechts geguckt wegen dem anderen LKW hier. Der meint, er könnte direkt neben mir auch schon losziehen. Er ist mal wieder mit dem Spiegel am Pfeiler hängen geblieben. Ne? Macht das Spaß? Nein, macht's nicht. Macht das Sinn? Nein, macht's nicht. Aber das ist halt, weil die Leute es ganz eilig haben. So, meine eigene Verfassung ist nicht unbedingt besser geworden. Auf der Fähre, die Kabine, das war die Hölle. Also von der Klimatisierung her. Meine Nasenschleimhäute sind kaputt. Da konntest du auch an den Temperaturregler konntest du drehen, wie du wolltest. Das hat alles nichts gebracht. Das Ding konnte nur schweineheiß oder schweinekalt. Dann habe ich auch Schweine kalt gestellt, weil die Heizung ist halt trocken, aber die Klimaanlage ist genauso trocken. Ne? Dementsprechend höre ich mir jetzt auch an. Dann sitzt alles zu, der Hals, Nase. Da ist mal ein halbes Pfund Schleim heute Morgen rausgekotzt. Ach, guck mal da vorne, AIDA. Da kommt die AIDA. AIDA war ja noch nie da. Guckt euch das mal an, da werde ich jetzt erstmal ein Foto von machen.
Die AIDA. Und mein Akku vom Handy ist platt. Ich kann jetzt noch nicht mal eben schnell ein Bild für Facebook oder Instagram machen. Wie doof ist das denn? Naja, dann guckt ihr sie euch wenigstens jetzt ein Video an. Wenn ich sie schon nicht fotografieren kann. Was natürlich echt schade ist, muss ich ehrlich sagen. Ne, kriege ich nicht. Kamera, mein Akku ist so schwach, dass die Kamera sich nicht öffnen lässt. AIDA Prima ist das. Ich glaube, auch schon ein bisschen älter, das Schiff, oder? Die AIDA Prima. War schön zu sehen, hä? Totale Umweltverpester und Spaß würde mir das auch nicht machen, da auf so einem ollen Kahn rumzusitzen mit tausenden anderen Menschen. Aber naja. Jetzt ist sie eh schon an uns vorbei. So, ihr habt es mal gesehen. Vorne gucken. So, jetzt habt ihr sie mal gesehen. Ist auch mal ganz interessant, ne? Ja. Müssen wir einmal hier Scan-Code einscannen lassen. Ist grün. Alles gut. Oh, also muss ich gleich meinen Pass vorzeigen. Hier ist noch Passportcheck, ne? Ah, naja, komm, lass uns mal durch die Passkontrolle hier. Hallo, Alexe. Hallo. How are you? Fine. Thank you, bye-bye. So, das war schon mal die Passkontrolle. Er hat sich wieder gewundert, warum meiner grün ist und nicht rot.
Aber das ist halt, ne? Sonderfall, hör mal. Das ist Sonderanfertigung für so Möbelkutscher. Das ist ein VIP-Ausweis, hör mal. Ne? Vielleicht sage ich das auch beim nächsten Mal. Ja, hey, ist VIP. Also alles gut. Oh Mann. Ja, da. Jetzt fahren wir es mal raus hier. Hier blinkt es gelb, das heißt, bitte guck, bevor du rausfährst. Ja, habe ich geguckt, kann ich rausfahren. Herrlich. Sorry. Okay, Freunde. So, ich wollte mich einmal dafür bedanken, dass ihr bis hierhin mit zugeschaut habt. Ja? Und das Codewort diese Woche ist auf jeden Fall Männergrippe. Ne? Da haben wir ja mal einen echten Bezug zu. Und ja, ich kann es euch nur immer wieder sagen, ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ihr hier bei diesem Projekt an meiner Seite steht. Das ist auch nicht irgendwie so doof dahergeredet oder so, sondern es kommt aus meinem Innersten. Und ich habe mich so sehr über diese ganzen tollen Kommentare gefreut, die unter dem letzten Video kamen. Und ich habe mir auch Mühe gegeben, jedem eine geeignete Antwort zu geben. Deswegen bitte nicht traurig sein, wenn das nicht so ist, dass ihr jetzt kommentiert und 2 Minuten später ist die Antwort da. Das hat ein paar Tage gedauert, weil ich wollte das halt richtig machen. Und auch jedem eine persönliche Antwort geben und nicht einfach nur einen Daumen oder so. Na? Klar, bei denen, die Wellengang schreiben, da schreibe ich dann auch nur vielen Dank fürs Zuschauen bis zum Ende oder so. Ne? Aber wer sich ein bisschen mehr Mühe gibt und einen richtigen Kommentar schreibt und richtig Konversation betreiben will, der kriegt von mir natürlich auch eine dementsprechend adäquate Antwort. Ne? Ja. Ich bin froh, dass diese Woche zu Ende ist. Die nächste Woche wird ein wenig anstrengender. Wir haben eine Tour mit offiziell 20 Kunden, die sich runter reduziert auf 13. Warum? Einer dieser Kunden ist 8-mal auf der Liste. Das ist, hat folgende Bewandtnis. Das ist ein Spediteur und der hat für 8 verschiedene Kunden, kriegt dieser Spediteur Ware, die er dann zu den jeweiligen Kunden ausliefern muss. Und da das zollrechtlich so ist, dass jeder dieser Kunden auch eigene Zollpapiere braucht, sind das dann halt dementsprechend 8 Stops und nicht einer. Hm? Also falls ihr euch mal gefragt habt, warum ich sage, das revidiert sich runter. Das ist genau dieser Grund. Man kann manchmal hat man einen kleinen Spediteur, der kriegt für 2 andere, also für 2 seiner Kunden Ware oder mal kriegt er für 3 seiner Kunden Ware und in diesem Fall ist es sogar 8 verschiedene Kunden, die er bedienen muss. Und für jeden kriegt er was. Ja. Also wir fangen nächste Woche in Wantage an. Wir haben Wantage, wir haben Rugby, wir fahren auch nach London rein, also das ist nach Wembley, um genau zu sein. Es wird spannend. Nächste Woche immer noch nicht mit dem V8, ist noch nicht so weit. Wir sind ja morgen unterwegs, Stefan und ich. Werde ich mal mit ihm quatschen, wie wir das jetzt genau machen wollen. Wie gesagt, das Auto ist ja eh ein Projektauto, da kommt ja noch ein bisschen mehr drüber. Ne? Also bitte nicht wundern, das ist auch jetzt kein Vertrösten in dem Sinne, sondern da haben wir mal ein bisschen was Größeres mit vor. Und das wird auch videomäßig begleitet. Das ist so abgesprochen. Und wir warten jetzt auf den ersten Schwung Klamotten für dieses Auto. Und wenn die da sind, dann geht es wohl damit auf die Form 8 Verbrauchstour. Und dann werden im Anschluss noch weitere Ausbaustufen kommen, die wir dann auch mit der Kamera begleiten werden, weil dieses Fahrzeug, das wird das Baby meines Chefs. Also gönne ich ihm aus vollem Herzen. Na? Ist auch wichtig, dass man sich mal einmal im Leben was gönnt, was keiner hat. Meine, klar, ein Porsche fahren, das ist eine schöne Sache. Und Leute, für jemanden, der 70 Angestellten die Möglichkeit gibt, ihr Brot für ihre Familie zu verdienen, ja, der darf auch einen Porsche fahren und der darf auch einen V8 Scania sich einfach so zum Spaß holen. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Das muss nicht immer Sinn haben im Sinne von, das macht jetzt aber für jeden, mag das einleuchten, dass das so ist. Ne? Weil ich habe auch, mich haben auch Nachrichten erreicht von wegen, oh, das ist ja so ein Quatsch, so ein altes Auto, bla. Nein, ist es nicht.
Das ist ein Projekt für unseren Boss, was er, wovon er schon lange träumt und was er sich jetzt einmal verwirklichen will. Und Alter, wer sind wir, bitte, dass wir darüber richten dürften? Na? Wir kaufen uns das Auto, was wir wollen. Wir alle kaufen uns das, was wir wollen und was wir natürlich finanziell auch bewältigen können. Und da ist man niemandem Rechenschaft drüber schuldig. Das möchte ich einmal gerade anmerken. Das kam nicht aus unserer Community, sondern das kam von Leuten, die über andere Kanäle an mich Nachrichten herantragen. Und für die ist das jetzt auch, weil ich weiß, dass sie die Videos gucken. Ja? Also nur einmal so zur Anmerkung. Denn es gibt leider auf dieser Welt nicht nur Menschen, die es gut mit uns meinen. Das muss man ganz klar so sagen. So, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch für die ganzen tollen Kommentare, für die hunderte Daumen nach oben, die dieses letzte Video gekriegt hat. Auch wenn das von den Klickzahlen nicht so stark ist, aber es ist sehr stark von der Zuschauerbindung. Das heißt, ihr habt das fast alle bis zum Ende geguckt. Das ist mega. Und da ich ja eh nicht so auf Klickzahlen achte, sondern da es mir wichtiger ist, dass die Leute, also ihr, so viel Spaß an den Videos habt, dass ihr auch lange dran bleibt. Deswegen mache ich sie ja so lang. Ich könnte sie auch 10 Minuten lang machen. Ne? Deswegen freut mich das halt extrem, dass das so bei euch Zuspruch findet. So, ich habe jetzt viel geredet und im Grunde wenig erzählt. Ne? Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Wenn wir dieses Video jetzt gerade gemeinsam gucken, in der Premiere, ist das Wochenende quasi schon wieder vorbei. Also wünsche ich euch ein schönes Wochenende gehabt zu haben. Ich werde mich diese Woche bei euch mit einem Livestream melden, vorausgesetzt meine Verfassung und das Handynetz in Großbritannien lässt das zu, denn das war beides diese Woche nicht gegeben. Und dann schauen wir mal, ja. Gehabt euch wohl. Euer Sascha. Hinjauen.